So, mein Name ist Art-Astrologe Leonardo und wir werden jetzt gemeinsam durch den August gehen und die wichtigsten Konstellationen anhand der siderisch-vedischen Astrologie diskutieren, besprechen. Und zwar das Hauptthema befindet sich hier, ich habe jetzt den Neumond vom 4.8. auf dem Visier. Du siehst hier SO, wo meine Maus ist, und MO, Mond, okay? Sonne, Mond sind in Konjunktion, das heißt, es ist ein Neumond. Und hier ist die Nummer 4, das heißt, es findet im Krebs statt. Okay, das ist Wasser. Und hier ist Feuer, Venus, Merkur in Konjunktion. Immer in der vedischen Astrologie, wenn Planeten in einem Haus sind, sind sie bereits in Konjunktion. Nochmal zum besseren Verständnis, natürlich, wenn es gerade genau ist, ist die Konjunktion des Yoga exakt, okay? So, und ihr müsst euch das so vorstellen, diese Grenze hier, das ist der Gandhanta-Punkt. Also bei 29 Grad und dann geht es praktisch in das nächste Zeichen und dann geht ein Grad und so los. Und das ist so eine Stelle, wo sich einiges aufbauschen kann und was sehr emotional macht und was auch sehr besessen machen kann und wo du die Kontrolle verlieren kannst. So, deswegen ganz wichtig für die nächsten Tage, nicht die Kontrolle verlieren, immer besonnen weiter beobachten, der Zeuge sein, versuchen der Zeuge zu sein in kritischen Situationen. Und ja, was ist das Thema hier von Krebs? Hat natürlich immer mit Nourishment zu tun, mit ich möchte Geborgenheit haben, ich möchte Sicherheit haben, ich brauche meinen eigenen Raum. Ja, das ist der Platz, wo wir uns fallen lassen wollen. Wir wollen mit der Familie zusammen sein oder in einer familiären Situation sein. Das ist die Zeit. Ja, deswegen, man hat den Sommer in dieser Zeit untergebracht. Und hier haben wir aber in Opposition eben die ganze Zeit den Langsamläufer, den Pluto. Das ist die verändernde Welt und deswegen, das ist das Thema. Wir können uns von diesem Sparkling Pluto nicht im August trennen. Das heißt, es wird eine Art Sommer, wo wir auch über unser Leben nachdenken, wo wir in einer Situation sind, wo wir getestet werden, wo wir uns neu aufbauen und zusammenbauen. Also gleichzeitig, während wir noch unterwegs sind, ob wir nun arbeiten, ob wir nun im Urlaub sind, okay? So, und das ist auch hier eine Situation, wo ich praktisch, wenn sich die Planeten weiter bewegen in den Löwen, wo wir austreten, wo wir feiern möchten, ja? Aber da kommt verschiedene Unruhe rein und ich möchte diese Unruhen euch in diesem Video ein bisschen erklären, damit ihr als Leute, die durch den Sommer gehen, durch den August gehen, darauf vorbereitet seid. Und zwar das erste Ding, was mal abgeht, ist hier, ich weiß nicht, wann du dir den Video ansiehst, aber Venus Quadrat Uranus, es ist so, das Gras ist grüner im Nachbarsgarten, also gerade wenn ihr mit eurem Partner unterwegs seid, sagt sich vielleicht einer oder der andere, der davon getriggert wird, ah ja, warum bin ich jetzt hier in dieser engen Beziehung? Eigentlich möchte ich ganz woanders sein, da bist du unkonzentriert. Ich mache das immer hier so, dass ich den Pfeil weitermache, also schaut hier auf die linke Seite, Merkur wird rückläufig. So, diese Rückläufigkeit, der Merkur wird rückläufig im Löwen. Und der Löwe hat natürlich mit was zu tun? Er hat mit Prestige zu tun, ja. Also wir wollen normalerweise uns gerne zeigen. Das ist so dieses Thema. Im ersten Feld wieder haben wir einen Körper, dann im Stier wollen wir absichern. Im Zwilling kriegen wir Informationen, haben wir Informationen, sammeln wir, lernen wir. Dann kommt natürlich der Krebs, dieses Thema, wo wir halt schon rausgefunden haben, was uns gefällt, welche Farbe uns gefällt, welches Essen uns gefällt. Da sind wir schon ein bisschen so ein Typ.
Aber im Löwe, da zeigen wir das nach außen. Deswegen ist es auch immer so die Zeit im Sommer, wo wir irgendwo mit unseren Lieben oder mit unseren Freunden herumschlendern wollen und uns zeigen wollen der Welt, okay? So, und es ist auch der Schritt des Genießens, des total in der Welt sein Wollens. Aber jetzt wird der Merkur halt rückläufig und wir fragen uns, ist der Weg, den wir gerade zur unserer Selbstverwirklichung gehen wollen, haben wir da an alles gedacht? Ja, das ist die Frage, die wir uns hier stellen. Ja, und dann kommt ein sehr schöner Aspekt, Sonne, Sextil, Jupiter am 7.8. Ihr müsst wissen, jetzt sind wir praktisch im aufsteigenden Mond, also es geht auf den Vollmond zu und es ist sehr viel Power da. Lass uns da einfach mal drauf gucken, auf diesen Tag, zum Beispiel Sonne, Sextil, Jupiter am 7.8. So, hier haben wir das Teil. Also wir haben jetzt hier vorgespult auf den 7.8. Und ich möchte ein bisschen über die Unruhe und die Zwanghaftigkeit sprechen, die in diesem August eben vorherrscht. Und zwar erstmal immer sehen, solange die Planeten, noch irgendein Planet eben im Krebszeichen ist, aspektierte diesen Pluto. Das heißt, ich möchte mit Gewalt auch zum Teil Sachen durchsetzen. Wenn ich vor allen Dingen Planeten in diesem Bereich habe, Steinbock oder Krebs, also fühle mich entweder gepusht oder ich pushe und ich stoße mir dabei die Hörner aus, ja. Dann haben wir diesen Aspekt hier von, also Merkur, der jetzt rückläufig geworden ist, der wird jetzt am 5. rückläufig. Das heißt, hier kommen Zweifel auf, ja. Dann haben wir noch diese Spannung hier von Venus, Uranus, Mars und Jupiter, weil das ist eine Spannung, ja. Also die Planeten hier, Venus, Merkur und Mond, auch jetzt an diesem Tag, sind halt in dieser Spannung zu Jupiter, Mars, Uranus, ja. Und hier Uranus Mars ist übrigens die Zeit jetzt mal generell von Crazy Action. Wir hatten hier das Attentat auf Trump und wir haben noch viele andere verrückte Handlungen, die stattfinden. Man explodiert auch schnell wutmäßig. Das habe ich schon angesprochen. Also Aggressionen sind wichtig im Zaum zu halten. Auf der anderen Seite natürlich, Jupiter Mars ist viel Energie, ja, viel Energie, die auch nach Entladung sucht. Deswegen schlage ich im Grunde, ja, Aktivitäten, Sportaktivitäten vor, ja, also bewegt euch viel, ja, und wir haben hier auch natürlich die Spannung Jupiter-Venus, die auch exakt wird. Das werde ich gleich nochmal in der Liste zeigen, aber erst Ende August. Das ist auch so eine Sache, weil hier ist die innere Stimme nicht immer mit dem Genusspotenzial in Harmonie. Das heißt, wir gehen ein bisschen auch in Fata Morganas rein, also in Illusionen rein, ja, und können uns nicht kontrollieren und unsere Welt bricht auseinander. Und was eben auch noch dazu kommt, das werden wir auch gleich noch am Datum sehen, wir haben Venus und Saturn. Saturn jetzt auch seit einiger Zeit schon rückläufig im Zeichen Wassermann, wo ihr müsst immer sehen, wo meine Maus ist, ne? Und dann in Opposition zu Venus, was eben auch zu Frustrationen führt. Also Dinge laufen nicht so, wie wir das wollen. Vor allen Dingen geht es darum, dass wir, und ihr seid immer mit anderen zusammen, oder wir sind mit anderen zusammen, dass wird in Frage gestellt, ja, von unseren eigenen Likings. Also wir mögen einen Konflikt spüren von dem, was wir, wie wir es gerne hätten. Und das Gegenüber aber ist nicht in allen Bereichen so bereit, das so zu machen, wie wir das wollen. Und die Sachen laufen nicht so. Außerdem kann es sein, dass dadurch je nach der Konstellation
auch zum Beispiel finanzielle Schwierigkeiten da sind, also dass nicht das Geld so fließt, zumal sich auch die Gesellschaft halt wandelt. Und zumal, also auch eine Sache ist, muss ich sagen, hätte ich gerne ein langes Video drüber gemacht, Uranus jetzt erst nach der vedischen Astrologie in das Zeichen Stier gegangen. Also der ist jetzt, ich weiß nicht, ich glaube 4 Wochen oder 5 Wochen, maximal 7 Wochen ist er jetzt da. Also ich habe es jetzt nicht auf den Punkt genau. Aber diese 7 Jahre, wo Uranus da ist, ja, und der jetzt auch mit Jupiter natürlich getriggert ist und mit Mars, da wird sich wirklich im Finanzbereich viel verändern. Also in diesen 7 Jahren wird tatsächlich wahrscheinlich sowas wie Krypto mehr prominent sein, Kryptowährungen und Digitalwährungen. Das Bargeld wird mehr und minder abgeschafft werden auf die Dauer, wird zurückgedrängt werden durch diese Konstellation von Uranus in den 7 Jahren Uranus im Zeichen Stier. Ja, die klassische Astrologie hat das schon ein bisschen vorgenommen. Die haben gedacht, ja, dass das schon viel früher der Fall ist. Aber wir sehen nämlich genau das genau jetzt, also erst in den letzten Wochen, das Thema so prominent wird, okay? So, das ist insgesamt eine Situation, wo Ängste hochkommen können, ja? Also Sonne, Pluto, Uranus, Mars, ja? So, lass uns im Einzelnen auf die Konstellationen schauen. So, während noch hier Sonne, Sextil, Jupiter, ein kurzer Jauchzer, da ist ein kurzer Glücksschimmer, kommt mit viel Energie geladen, Mars, Jupiter, kommt dann direkt 2 Tage, nachdem diese Konstellation exakt ist, kommt es dann zu einer Spannung zwischen Mars und Saturn. Und da entsteht ein ziemlich, ja, würde ich sagen, explosives Quadrat. So, und was diese Mars-Saturn-Spannung betrifft, möchte ich gerne meine qualifizierte Kollegin aus United States hier ins Spiel bringen, die es sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Und zwar, Saturn ist, wenn er bei 23 Grad ist, was eine sehr signifikante Gradzahl ist, in einer Spannung eben zu Mars-Jupiter. Mars, Jupiter, Stier, da geht es natürlich um Besitz, mein Land, dein Land, Sicherheit. Jupiter möchte das zum Erfolg bringen. Ich möchte Erfolg bringen, ich möchte mein Geld, ich möchte mein Land, ich möchte mein, ich mir meins, ich möchte Sicherheit. Ne? Und Saturn wünscht sich im Wassermann eigentlich, we are the world, we are the children. Wir gehören zusammen. Es geht eigentlich beim Wassermann nicht um mein und dein. Es geht im Thema Wassermann um das Wir. Wir alle auf der Erde. Das ist das soziale Thema. Das soziale Weltthema. Es geht darum, dass wir Frieden haben wollen, ja. Aber die Vorstellung von Frieden, ob es nun in deiner Beziehung ist, wo dein Wille mit dem Wille des anderen zusammenprallt oder eben auf der politischen Bühne, wo es einen Präsident und eine Präsidentin gibt, wo es eine russische Führung und eine ukrainische Führung und so weiter gibt. Da sieht die Sache natürlich ganz anders aus. So, let's Johnny tell it und dann werde ich das kurz in Deutsch übersetzen. So, let me talk about this degree in the Zodiac. It's 20, well really it's around 20 to 23 degrees of Taurus. And I've seen that 23 degree mark many times. Just to give you an example, during the Hiroshima attack, it was Uranus that was 23 degrees of Taurus. And during 9/11, it was Saturn that was 20 degrees of Taurus. During the Tiananmen Square massacre, Jupiter was 23 degrees of Taurus. So, wir sehen hier also, sie spricht von allen möglichen Occasions, wie zum Beispiel Hiroshima und 9/11 und so weiter. Da waren wir mit entscheidenden Planeten auf dieser 23-Grad-Kante. That was at 23 degrees of Taurus. So, yes, we have got Jupiter going to 23 degrees of Taurus this month.
So, ich sage aber, wir haben hier Mars Quadrat Saturn auch um die 16, auch um die 23 Grad, ne? Und eben mit Jupiter. Jupiter wird dann auch eben exakt. Und danach, zwei Tage später, hier, wird der Geist dann nervös. Merkur Quadrat Uranus. Und dann kommt ein Tag später eben die Venus-Opposition Saturn. Und ich sage euch, Leute, das ist ein ganz schöner Film. Wenn du nicht auf der Premium-Schiene bist, wenn du nicht auf der Premium-Gelassenheitswelle reitest, wenn du nicht Zuflucht suchst, wenn du nicht meditierst zu der Zeit, wenn du nicht besonnen bist bei diesen ganzen aufbauschenden Themen, ja, dann siehst du vielleicht alt aus. Das ist mein Punkt. Also wir wollen hier ja natürlich keine Angst schüren, sondern es soll einfach als eine Art Vorbereitung gelten, diese Session. Bereite dich gut auf den August vor. Ich schlage einfach vor, schreib dir diese Liste hier auf, die ich hier auf der linken Seite aufgelistet habe. Mein Vorschlag ist eben, mach dir Notizen. Ich habe die wichtigen Konstellationen hier links aufgelistet. Und was meine ich mit Premium-Ebene? Meine ich die Masterklasse. Masterklasse an Heldentum. Es gibt eben manchmal im Film des Lebens eigentlich immer Zeiten, wo wir Helden sein müssen. Die Heldenhaftigkeit besteht eben darin, die widerspielenden oder spannenden Konstellationen in einem Sprung nach vorne, in einem Sprung der Güte, in einem Sprung der Toleranz zu überwinden. Okay? Dann haben wir hier als nächste Konstellation, gleichzeitig mit der Opposition Venus-Saturn, haben wir Merkur-Konjunktion-Sonne. Auch am 19.8. exakt. So, deswegen, ich sage euch, die Tage zwischen 16. und 19. werden besonders krass, ja. Weil ich meine, bei Merkur, Sonne, sozusagen der verbrannte Merkur, ja, da sieht man alt aus, wenn man nicht versucht, objektiv zu bleiben und wenn man zu subjektiv wird, okay. Auch gleichzeitig hier Jupiter Quadrat Venus, was ich anfangs schon angesprochen habe, dass es nämlich so aussieht, dass wir den Kontakt zur inneren Stimme verlieren und in die Venus reinlaufen, in nur das, was sich gut anfühlt. Was vielleicht für den Anfang schön und geschmackvoll und süß ist, aber dann auch bitter werden kann. So, deshalb aufgepasst, Emotionen, aufgepasst auf die innere Führung. Und gleichzeitig hier auch noch am 19., ist alles am 19., Sonne, Quadrat, Uranus, die Bindungsunfähigkeitskonstellation. Das heißt, wir schießen über unser Ziel hinaus, wir laufen aus einer Situation heraus, die eigentlich Sinn ergibt. Wir sind dann geneigt dazu, einen Weg zu gehen, wo wir Dinge über den Haufen werfen, die eigentlich nicht über den Haufen geworfen werden sollten. Es ist bei Sonne Quadrat wichtig zu sehen, dass man eben keine Nervosität an den Tag legt, sondern dass man Frau besonnen bleibt und nicht eine Revolution macht, also etwas umhaut oder umstößt oder vielleicht den Partner oder jemanden in der Familie oder einen Freund vor den Kopf stößt, bloß weil man sagt, okay, das ist mir jetzt hier zu eng, das kann ich kann dich nicht tolerieren und so, und ich mache dann mein eigenes Ding, ja. Und das habe ich jetzt hier vergessen runterzuspulen, jetzt habe ich es hier gemacht. Es findet alles am Vollmond statt, was so und so emotional ist, ja. Und danach gleichzeitig fängt dann auch noch Jupiter Quadrat Saturn an, was der totale Hammer ist, was eben die Zeit betrifft. Saturn ist eben rückläufig, wird jetzt in Quadrat zu Jupiter und wird noch viermal in Quadrat zu Jupiter sein, exakt bis 2025. Und das ist eben die Zeit, wo, als wir Jupiter-Saturn hatten, den Aspekt, wo die Corona-Zeit angefangen hat, das heißt die Zeit der Spaltung, haben wir einen neuen Weg eingeschlagen, haben wir eine neue Überzeugung eingeschlagen und das wird jetzt eben getestet. Da muss jeder individuell sehen, was für einen Weg habe ich eingeschlagen. Und die Ära von Spannung Jupiter-Saturn, die eben bis 2025 geht,
Sie macht dir klar, was von deinem neuen Leben wirklich überlebensfähig ist und wo du Abstriche machen musst, Kompromisse erwartet werden. Oder wir könnten sagen, dass das Bild deiner Zukunft geschnürgelt, glatt gemacht wird. Und es bedarf in dieser Zeit eben Ehrlichkeit, der Ehrlichkeit, Ehrlichkeit, Ehrlichkeit währt am längsten. Es ist wichtig, ehrlich zu sein zu sich selbst. Und dann geht es aber auch in die Stabilität. Das sind sehr wichtige Phasen, ja. Jupiter im Stier, wie gesagt, da geht es um Sicherheit, ja. Und natürlich, Jupiter wird dann nachher 2025 in den Zwillinge gehen und da geht es dann um Leichtigkeit. Das ist eben die Situation. Wenn wir Sicherheit haben, dann können wir auch uns wieder ein bisschen mehr bewegen, ja. Und bevor wir uns bewegen können, gibt es manchmal eine Art Training, richtig bewegen können. Zum Beispiel, wenn du einen Sport machst, machst du Dehnungsübungen und es tut ein bisschen weh. Aber danach, wenn du das gemacht hast, hast du dann auch gewisse Bewegungsfreiheit, okay? So, dann habe ich hier noch als letzte knifflige Konstellation Venus Quadrat Mars am 23.8. Und ich kann euch sagen, dass danach, also nach dem 23., also am 24.8. und dann bis zum Ende des Monats eigentlich ein bisschen freie Bahn ist. Also wenn ihr zum Beispiel Urlaub macht im letzten Teil vom August, ist das die beste Zeit, weil der entspannt sich das relativ gesehen ein bisschen. Da sind wir durch das Härteste im August durch. So, und ich bin auch durch für diese kleine Präsentation. Für diejenigen, die mich noch nicht abonniert haben, gerne, könnt auch gerne kommentieren unten. Und falls du darüber nachdenkst, eine Beratung bei mir zu nehmen, mein Kontakt ist hier zum Schluss noch eingeblendet. Ich verbleibe bis zum nächsten Mal, euer Adasologe und take good care of yourself. Me.